Hofers Geschichtenkiste. Hallo Kinder, schaut einmal, da nimmt doch glatt ein Mistkäfer dem anderen seine Kugel weg. Ist das nicht ungerecht? Er hat Erfolg, weil er der Stärkere ist als der andere. Und das ist meistens so beim Streiten. Der Stärkere gewinnt und der Kleinere, der Schwächere, hat das Nachsehen. Das ist doch ungerecht. Wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte, wie hier bei den Mistkäfern. Muss man denn streiten? Ich erzähle euch heute die Geschichte von den zwei Mönchen. Es waren einmal zwei Männer, die lebten hinter hohen Klostermauern. Sie haben sich vor der bösen Welt geschützt. Sie wollten nicht so sein wie die anderen, sondern lieb sein wie Jesus. Nach langer Zeit hatte der eine ganz vergessen, wie man streitet. Eines Tages fragte er seinen Klosterbruder: Du, sag einmal, wie streitet man denn richtig? Wie machen es denn die bösen Menschen da draußen? Na, antwortete der andere, das ist ganz einfach. Komm, nimm einen Stein und leg ihn zwischen uns. Ich nehme ihn dann weg und du sagst, der gehört aber mir. Er machte das und sagte, der Stein gehört aber mir. Da antwortete der andere, wenn er dir gehört, dann gebe ich ihn dir wieder. Nimm ihn doch, ich habe kein Problem damit. Seht ihr? Sie haben nicht streiten können, denn zum Streiten gehören immer zwei. Einer, der dem anderen etwas wegnehmen möchte und der andere, der es behalten will. Der Streit kommt aus unserem Herzen. In unserem Herzen ist ein Königsthron. Wer da drauf sitzt, der beherrscht uns. Meistens sitzt da mein Ich, mein Ego. Ich will nicht, ich kann das schon. Das gehört mir und so weiter. Da freut sich dann Luzifer, der Feind des Friedens, und setzt sich dazu und macht alles nur noch schlimmer. Ja, streiten, das ist so ein Problem. Der Streit beginnt meistens wegen Neid oder Eifersucht, Zorn oder Ichsucht. Streiten ist immer schlecht und hat nichts Gutes an sich. Es kann sogar sehr böse enden. Ich erinnere euch an die ersten Kinder, Adam und Evas, Kain und Abel. Kain war eifersüchtig auf Abel, weil Gott das Opfer von ihm nicht angenommen hat. Kain aber opferte nicht so, wie Gott es wollte. Kain dachte, ich mache alles so, wie ich es will. Ein Opferlamm habe ich nicht, da muss das reichen, was ich habe, Früchte des Feldes. Gott sagte zu ihm, Kain, die Sünde lauert vor deiner Herzenstür, lass sie bitte nicht herein. Er aber hörte nicht auf die Stimme Gottes und senkte böse seinen Blick. Kennt ihr das auch? Finster schauen, weil man böse ist? Kennt ihr auch das Ende dieses Streites? Der Streit endete tödlich. Ja, irgendetwas stirbt immer dabei. Auf alle Fälle die Liebe. Manchmal zerbricht auch etwas im Herzen. Oder auch eine Vase. Da streiten sich zwei um einen Apfel. Kennt ihr das auch? Der Streit wird so heftig, dass etwas passiert. Oh je, jetzt ist die Schale runtergefallen und zerbrochen. Ja, beim Streiten zerbricht immer etwas, auch die Freundschaft im Herzen. Man kann zwar versuchen, das Zerbrochene wieder zusammenzufügen und zu kleben. Man kann nachher um Vergebung bitten, aber es wird nie mehr wieder so schön, wie es einmal war. Es bleibt immer etwas zurück, was uns an den Streit erinnert. Muss denn das sein? Nein. Deshalb muss man vorher etwas tun, damit es gar nicht zum Streit kommt und etwas kaputt geht. Achte auf deine Gefühle. Wenn böse Gefühle in deinem Herzen aufkommen, dann gehe sofort in dein Zimmer und bete zu Jesus, dem Prinzen des Friedens. Sag ihm, dass du jetzt neidisch oder zornig bist. Du magst das aber nicht. Und wenn du es weitermachst, müsstest du streiten. Bitte Jesus, dass er jetzt auf deinen Thron in deinem Herzen Platz nehmen soll und dein Leben regieren soll. Er soll deine bösen Gefühle wegjagen. Wenn du das Gefühl des Neides oder der Eifersucht im Herzen verspürst, dann warte in der Stille ein wenig, bevor du etwas Unüberlegtes machst.
Atme tief ein und denke dabei an die Liebe Gottes, die du einatmest, und das Böse, das du jetzt ausatmest. Bete zu Jesus und du wirst nicht streiten. Man kann die Probleme auch anders lösen, besser, liebevoller. Jesus wird dir dabei helfen. Das war Opas Geschichte.